Hallo ihr Lieben, da sind wir mal wieder. Wir melden uns heute aus dem Urlaub zu Wort. Also Bernd hat ja diese Woche Urlaub und im Urlaub hat man ja immer so tolle Ideen. Und gestern und heute war ja der Amazon oder ist ja der Amazon Prime Day und das hat mich auf eine Idee gebracht. Und zwar möchten wir euch eine neue Rubrik einrichten, die heißt Fein oder nein. Und in dieser Rubrik möchten wir gerne Dinge testen, die im Groben mit dem Hund zu tun haben. Also sprich so ein Futterautomat oder wir haben so ein mobiles Türschutzgitter oder ganz aktuell auch ein Saugroboter. Dann haben wir mobile Gitter, die wir draußen aufstellen, um die Hunde auch mal zu trennen. Hundebürsten, Brustgeschirre, also wir möchten alles testen, was für Hunde angeboten wird oder was man unserer Meinung nach mal ausprobieren könnte oder sollte. Und wir werden euch dann unser Feedback, unsere Meinung dazu geben. Ganz wichtig, wir kaufen die Sachen alle selber und das ist auch unsere ganz persönliche Meinung. Also es kann ja sein, dass du dazu eine ganz andere Meinung hast, sondern das ist wirklich unsere Meinung, die dann am Ende dabei rauskommt. Wir hoffen, dass ihr ein bisschen Freude daran habt und vielleicht auch ein bisschen Spaß. Ich stelle mir das eigentlich ganz lustig vor. Und wir werden morgen oder übermorgen das erste Video darüber auch schon machen. Und gucken einfach mal, was uns da so ins Auge sticht und worüber wir den ersten Test oder die ersten Erlebnisse mit euch teilen werden. Vielleicht habt ihr ja auch Ideen, wo ihr daran Interesse hättet, was wir mal testen sollen. Es können ja auch Leckerchen sein. Alles, was so rund um den Hund angeboten wird. Einstein könnte übrigens auch Sofatester werden. Also falls jemand ein Sofa hat, was Einstein testen soll, er wäre da super für geeignet. Ich sitze übrigens wieder bei Maxi oben im Zimmer. Irgendwie ist hier am meisten Ruhe, dachte ich. Aber jetzt kommen sie alle angelatscht. Jetzt ist der Kater gerade hochgekommen. Darling Sue eiert da auch irgendwo rum. Ja, und Einstein liegt ja sowieso immer hinter mir. Also, ihr hört die nächsten Tage wieder von uns. Bis dahin, liebe Grüße. Tschüss.